Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, mein neues Lieblingsspiel, wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe. Ein paar Mal zu oft vielleicht. Und wir befinden uns, wie ihr schon sehen könnt, wieder im Raum der Wünsche. Ich weiß, wir waren eigentlich woanders und wir werden auch auf jeden Fall mit Tierwesen weitermachen, wie ich das gesagt habe. Ich möchte euch nur kurz auf dem Laufenden halten. Und zwar habe ich hier so ein bisschen umgeräumt. Ich habe jetzt hier vorne Knöterichzweige drin. Die werde ich auch direkt mal einsammeln. Dann habe ich hier eine einsame Frucht der Schrumpelfeige drin. Und, jetzt habe ich es zu schnell gemacht, Blätter des Malvenkrauts. Das habe ich ja in einem anderen Video schon mal erwähnt. Und zwar in einem Video, was, glaube ich, jetzt noch nicht rausgekommen ist. Oder vielleicht doch schon, ich weiß es nicht. Wo ihr die Geheimnisse, die Prüfungen von Merlin alle sehen könnt. Die werden übrigens so ein bisschen sortiert rausgebracht nach Gebiet. So, dann haben wir hier einmal Flussgrasstamm. Hier haben wir auch Flussgrasstamm. Ich glaube, das ist überall. Nee, doch nicht. Hier ist Malvenkraut drin. Also, ich denke, ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran liegt, aber ich denke, dass hier verschiedene Sachen drin sind, weil ich jetzt auch wirklich verschiedene Sachen hinten angepflanzt habe. Dann habe ich hier nochmal einen Edorus-Trank gemacht. Da würde ich sagen, können wir noch einen machen? Ja, zwei können wir theoretisch noch machen. So, das machen wir auch mal, bevor wir die dann brauchen und nicht haben. Die Venemosa Tentacula haben wir zu viel von. Die können wir nochmal eben sammeln. Oh, Stumpf und Stiel habe ich freigeschaltet. Okay, hat anscheinend irgendwas mit Sammeln zu tun. Chinesischer Kohl kann ich nicht mehr sammeln. Okay, hinten in der Ecke kann ich aber nochmal eben was machen. Und zwar einmal Dünger und Mondstein. So, bevor wir jetzt hier irgendetwas machen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, und das wollte ich nur testen, wenn ich aufnehmen kann. Was passiert eigentlich, wenn ich den nochmal anspreche? Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Okay. Warm und gemütlich? Warm und gemütlich soll der Raum sein, als würde ich in einem Krug voll Butterbier schwimmen. Hervorragend. Ja, cool. Das ist wirklich warm und gemütlich. Das sieht auch grafisch wesentlich besser aus. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Nee, ist okay. Das wollen wir lassen. Ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Dick. Ja, cool. Ja, dann, schauen wir mal eben auf der Karte, wo wir eigentlich hin müssen. Ich meine, das war draußen vom Tor irgendwo, genau. Dann ist es am besten, wenn wir hier, glaube ich, hingehen, ne? Ja, da haben wir direkt eins. Und dann beginnen wir am nächsten Tag zumindest mit, Tierwesen. Oh mein Gott, ich krieg bestimmt wieder einen Tadel, weil ich über Nacht eingeschlafen bin und alle stehen jetzt da schon parat. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von Ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Okay. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft.
Oh, und denk an was Schönes. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Jetzt weiß ich zumindest, was der eine meinte von wegen, ja, die Zungen und er hat da so eine Angst vor oder sowas. Antippen, um die Tierwesenbüste deinem Zauberset hinzuzufügen. Okay. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kriege ich dann neue Sets hier drin. Sieht so aus, ne? Ich mache das jetzt mal auf das obere drauf. Ja, doch, sieht so aus. Ah, guck mal. Oh, das mag der. Er fühlt sich sicher viel voll über die Augen. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Okay, machen wir gerne. Ach, der kommt gar nicht Was ran. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ach, sind das die? Oh, sehen aus wie Wildkatzen. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Oh, das ist so süß. Ich kann mir nicht helfen. Muss ich die alle? Ich denke schon, oder? Man sieht es zwar nicht überall, aber die haben so einen starren Blick. Das erinnert mich so ein bisschen an die Grinsekatze irgendwie. Ja, so ein bisschen was von Garfield haben die auch. Oh, ich muss unbedingt wieder Skizzen machen. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Was? Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Der ist noch hier am Füttern. Da sind Sie, ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Ja, Moment, ich muss noch eben zu Ende füttern. So, alle gefüttert, alle gestriegelt und gebürstet und überhaupt. Ja, bitte? Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Mach mich nervös. Naja, es kommt aufs Tier an, ne? Wobei die Menschen einen dann eher nervös machen können. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte, bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung.
Sicherlich kann jemand die Wilderer vor Gericht bringen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Psst, psst, hier drüben. Ja, da. Kann ich was für dich tun, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur dastehen und zusehen. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Okay. Jetzt bin ich neugierig. Männlich oder tierisch? Nun gut, geh voran. Oder das beides. Hatte ich gehofft. Ach, das sind die Tiere, die unten angezeigt werden. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher die Erste. Aber Moment, Poppy, kannst Wirklich? Du Moment warten? Ja, danke, schätze ich. Ich weiß gesagt, nicht, wir sind uns ähnlich. Ob es vielleicht eine Errungenschaft dafür gibt, wenn man hier alle Tiere macht. Ach, hier unten steht auch noch einer, oder was? Na, komm, Kleiner, du auch noch. Friss etwas schneller. Was war das denn? Hat das damit zu tun, weil er gefressen hat oder was? Aber oben ist jetzt beides grün. Also eigentlich muss man nur ein Tier füttern, würde ich mal behaupten. Ach nee, Moment. Nee, das ist pro Tier wird das angezeigt. Oh Gott. Okay. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dafür eventuell eine Belohnung gibt. Beziehungsweise irgendwas freigeschaltet wird. Aber gibt es so viele Tiergehege? Ich weiß es nicht. Der da hinten braucht auch noch was zu fressen. Komm, friss was schneller. Der da hinten hat auch Hunger. Na komm. Sind das... Ach, das sind die Babys von denen, ne? Na komm, friss. So. Du bist brav. Du hattest noch nichts, aber dich darf ich jetzt... Doch, das darf ich machen. Das andere nicht, weil das gerade blockiert ist. Das ist ja schneller weg, als man gucken kann hier. Die haben bestimmt von denen das Teleportieren gelernt. So, doch, aber ich glaube, die sind jetzt alle durch. Ist hier vorne noch was? Nee, ne? Gut, dann lass uns gehen. Aber anscheinend gab es dafür keine Errungenschaft. Aber vielleicht gibt es ja eine Errungenschaft dafür, dass man jedes Tier irgendwie mal gefüttert hat oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit den Errungenschaften leider nicht aus hier. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Ich dachte, jetzt kommt, es ist wirklich besser, wenn du das nicht erfährst. Aber ist ja unlogisch. Wir müssen ja dahin. Keine Sorge, wir sind fast da. Ja, das es will ich hoffen. Es ist gleich da vorne. Flor fliegen. Bleib zurück. Oh, ich ahne was. Nee, oder? Wie geil. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Nein! Hey, los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. So, jetzt aber. Es tut mir leid, aber das muss sein. Rechte Maustaste. Ich wusste es.
noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Oh, man sieht sie schon ein bisschen an. Ich will einen Fotomodus haben. Verdammt, ich habe die falsche Taste gedrückt. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Sie ist genial! Ja, genau! Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Ja, klingt auf jeden Fall verdächtig. Du hast recht. Es klingt, als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Ja, wäre gut, dem nachzugehen, aber sie sollte das lieber nicht alleine machen. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst ziemlich entschlossen. Sagst du mir Bescheid, wenn du etwas herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Hallo, eine wahre Freundin sagt nicht, sagst du mir Bescheid. Eine wahre Freundin sagt, sag mir Bescheid, wenn du was herausfinden möchtest. Dann helfe ich dir. Geht's noch? Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Achso, die Stunde ist ja schon zu Ende. da können wir nochmal welche holen. Aber das war so genial. Wo kamen wir denn jetzt her? Ich muss nochmal dahin zurück. Ich muss nochmal gucken. Aber ich glaube, das waren die einzigen Tiere, die da waren, oder? Wobei ich jetzt doch ein bisschen... Ja, enttäuscht bin, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe jetzt gedacht, wir kriegen diesen Anbau quasi. Da ist ein Gehege, da ist ein Gehege. Vorne ist noch ein Gehege. Oh, da können wir noch was mitnehmen. Flups. Aber das Gehege ist leer. Das war das nur von der Schule. Na gut. Was machen die denn da hinten? Sind die jetzt am Wildern oder? Ach nee, das ist die Lehrerin, oder? Ach, die sind jetzt auch weg? Ach. Okay, Unterrichtsstunde vorbei. Alle sind rausgegangen und schon sind die Tiere weg. Das ist aber nicht nett. Ja, ich weiß nicht. Ich guck mal eben nach, ob ich... Aber ich habe, glaube ich, keine neue Aufgabe bekommen, oder? Aufträge? Nee, sind keine neuen bei. Tierwesen besuchen. Finde heraus, was Gladwin Moon will. Ist das der Hausmeister gewesen? Ja, genau. Das wollte ich auf jeden Fall mit als nächstes machen. Finde Lot Gok, den Kobold. Oh Gott, ist das ein... okay. Also in der nächsten Folge möchte ich auf jeden Fall Depulso erlernen und Alohomora erlernen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Beides übrigens. Depulso brauche ich unbedingt, um die letzten eine Aufgabe, die ich jetzt so noch weiß, machen zu können von Merlins Prüfung, die ich aktuell noch gefunden habe. Weil da braucht man nämlich gerade Depulso für. Und irgendwo habe ich das auch gesehen, da brauchte ich es auch, aber da konnte ich es nicht anwenden, was aber nicht so schlimm gewesen ist. Ja, ich bin immer noch begeistert von der Unterrichtsstunde, ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, dass wir dann hier thematisch einen kleinen Cut machen. Das war dann in der nächsten Folge, wie gesagt, je nachdem, wie lang das natürlich ist, die beiden... Jetzt habe ich das tatsächlich überschrieben, das ist aber nicht gut.
Na, was wollte ich jetzt sagen? Dass wir in der nächsten Stunde auf jeden Fall die beiden Zauber freischalten, die ich definitiv noch brauche. Und danach müssten wir dann mal gucken. Wegen Defindo haben wir, glaube ich, noch. Und noch irgendwas anderes als Nebenquest. Ich weiß es gerade auswendig gar nicht mehr. Ach so, wir sollten vielleicht mal eine markieren, fällt mir gerade ein. Sodass wir die dann auch beim nächsten Mal machen können. Ich würde sagen, wir fangen mit Alohomora an. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber ja, damit fangen wir auf jeden Fall an. Ich bin total aufgeregt und freue mich auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.